Willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit dem Thorsten. Ja, und ich will heute mal Angriffe nachspielen, denn ihr habt ja gestern ein bisschen mitbekommen. Ich versuche ja immer so ein bisschen meine Folgen auf das aufzubauen, was jetzt gerade aktuell ist. Und im Moment ist ja die Liga ganz, ganz aktuell auch für mich hier, denn ich bin in drei Clans in der Liga. Habe jetzt gerade mit Thorsten hier gejoint, damit ich mal so ein paar Truppen spenden kann und bin aber auf dem Chefkoch heute. Das ist mein höchstes Rathaus 10, der ist maxed. Und denn es gilt heute einen Angriff nachzuspielen. Es gilt einen Angriff nachzuspielen. Ich zeige euch auch gleich den Angriff, den wir nachspielen müssen. Aber vorher wollte ich ganz gerne diese Truppe hier verspielen. Was heißt verspielen? Ich muss eigentlich nur einen Angriff machen, wo ich gewinne. Denn im Moment geht es mit dem Account hier nicht wirklich weiter. Der braucht noch ein bisschen auf 11. Brauch er eigentlich gar nicht. Oh, die Base hatte ich auch mal. Die Base hatte ich auch mal. Und brauche er eigentlich gar nicht. Aber egal. Wir tun mal so, als wenn er es doch braucht. 1, 2, 3. So, mal ein bisschen Magier dazwischen setzen. 5, 6. Oh, die gehen da tatsächlich auch auf die Mauer. Das ist sehr, sehr krass. Jetzt muss nur die Queen da auch hingehen. Oder der King. Warte mal, einer von beiden. Na, weder Queen noch King. Okay. Meine Karre will ich jetzt nicht setzen. Das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Ich setze sie mal hier. Und komme mal hier mit ganz vielen Drachen rein. Ja, ich weiß, das ist eine 9er Base. Egal. Er ist arm. Und brauchte den Loot. Mehr nicht. So, nochmal hier gefriest. Das waren jetzt Ultra-Frieses gerade. Es muss nicht schnell gehen hier, aber effektiv. Ah, so sieht das ganz gut aus. Ah, die Luftabwehr hier. Machen wir nochmal mundtot. Und dann mache ich gleich meinen Angriff. Also, aber erstmal schauen wir gleich einen Angriff. Also den, den ich ganz gerne nachspielen will. Denn es gilt 3 Sterne von Rathaus 10 auf Rathaus 11. Das ist echt krank, muss ich sagen, was der Maxinger heute gerissen hat. Die Base war natürlich nicht maxed von dem Rathaus 11er, aber es war eine Rathaus 11 Base mit Adler, der Größe einer Rathaus 11 Base. Und so kann man sie schlagen. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt, die so nachzuschlagen. Denn oftmals gibt man den Leuten ja Tipps und Tricks. Die kann ich nochmal machen. Die bringen ja in jedem Fall 3 Sterne hier. Und aber ich hatte das Dorf auch schon, es ist nicht so gut. Ich hatte das früher auch. Aber es ist schon wirklich, wirklich, wirklich lange her. Es ist wirklich, wirklich lange her. So, die bauen wir nochmal. Und ich habe Clanburg, ich habe die Truppe um mich herum. Habe ich wirklich alles Max hier? Ja, ne? Ich habe wirklich alles Max. Ja, ich habe wirklich alles Max. Mal sehen. Wir gucken uns mal den Angriff an. Ich schaue mal, ob da auch wirklich jetzt alles Max war. Wir liegen hier 40 zu 12 hinten. Das ist nicht so schlimm. Aber der Angriff vom Max hier, 13 auf 13, das ist eigentlich der, den ich euch zeigen möchte. Also Rathaus 10 auf Rathaus 11, 37, die Helden und komplett gepusht. Also wirklich komplett gepusht. Sowohl die Helden jetzt auf 40 als auch die Truppen. Also auch die Zauber. Das brauche ich jetzt nicht machen. Ich bin mit dem Chefkoch maxed. Und wir gucken mal, wer das hier gemacht hat. Wer das hier gemacht hat mit einem einzigen Wutzauber und dann die Bad Spells später im Backend. Nicht ganz einfach, kann ich euch sagen. Nicht ganz einfach. Und du musst echt die Nerven behalten. Ich habe aber 1, 2, 3, ich habe gleich genau die gleiche Truppe am Start und habe den Angriff jetzt auch wirklich schon 2, 3, 3 Mal gesehen. King hier oben gesetzt, Magier damit rein, ein paar Mauerbrecher, dass der King hier vielleicht in die Mauer reingeht, beziehungsweise in die Base mit reingeht, hier in der Flanke, damit es die restlichen Truppen hier in die Mitte zieht. Das gelingt auch. Ein E-Drachen kommt aus der Clanburg mit Lohn. Okay, wird nicht völlig ignoriert, aber wird ein bisschen gegiftet. Die Queen panisch zünden hat er nicht gemacht. Und irgendwann dieser Bedspell-Part, der ist ganz, 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 ganz wichtig, wann er vor allen Dingen losgeht und wie er losgeht. Denn er sitzt einfach 2 Riesen hier unten zur Ablenkung des Magierturms. Und obwohl der Magierturm auch so ein bisschen auf die Beds geht, fällt er dennoch.
Jetzt achten wir mal hier unten auf die Flanke. Also da waren die ersten beiden. Hier unten kommen jetzt die zweiten beiden. Man hat ja keine Eisgolems oder was, was man da auch eigentlich immer setzen könnte. Also zwei Riesen haben es hier echt gebracht. Eieiei, wie soll man das nachspielen? Für mich echt schwierig. Meine Base ist so ein ganz kleines Stück härter, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir gucken gleich rein, wen ich mir ausgesucht habe. Und ich hoffe, ihr habt sowas auch schon mal gemacht. So Angriffe nachgespielt, denn unser Gegner hier hat sechsmal die gleiche Base. Sechsmal die gleiche Base, natürlich in unterschiedlichen Ausbaustufen. Und da kannst du dann dementsprechend vielleicht doch schon was holen. Oder auch versagen. Schauen wir mal. Uiuiuiui. Schwierig. Eigentlich würde ich den Angriff nochmal gucken. Wir sind echt so weit hinten gerade. Und sind auch auf dem absteigenden Gleis. Ach ne, wir sind noch Fünfter, okay. Vorliege halten, würde ich sagen. Aber wir kassieren ja natürlich Mortus. Kassiert hier gegen Nummer 1. Und wir haben ja auch noch viele Angriffe, 7 Stück noch. Aber ich glaube, die Angriffsmoral selber, die scheint mir gar nicht mal so schlecht zu sein. Deutschland Ed, ja, hier wird natürlich auch ein bisschen gedippt. Hier wird auch ein bisschen gedippt, glaube ich. Lass mal gucken. 10 auf 10. Oh ne, das ist kein Dip. Okay. Das ist kein Dip, alles klar. 10 auf 10. Ich habe nichts gesagt. Aber die ich hier reingeholt habe, jetzt aus dem Clan Herausforderer, die scheinen in ihren Rathausstufen doch recht motiviert zu sein. Das freut mich natürlich unheimlich, dass hier auch ja, so ein bisschen Geduld gehalten wird. Denn wir haben hier nicht die Max-Truppen an Start. Manchmal muss man in den Clan Herausforderer wieder zurück, sich ein paar Truppen holen, wenn man unbedingt ganz schnell angreifen will, weil man keine Zeit hat oder was. Oder whatever heißt es da immer. Das sollen die Leute dann auch bitte machen. Oder aber, so wie ich das gemacht habe, ich bin jetzt mit dem Thorsten einfach mal hier bis zum Clankriegsende bei den Herausforderungen. Da muss ich auch nur noch einen Angriff machen. Und dann gehe ich wieder rüber. Ich habe meinen Angriff vorbereitet. Also auch zeitlich ist das mit einem Angriff eigentlich super zu machen. Und späte Öffnung hier in der Mitte. Echt späte Öffnung. Der Golem müsste jetzt allerdings überholen. Das wäre ganz schick. Er hat wirklich nur noch den Golem hier und die Queen ein. Eine Hexe sehe ich da, hinter dem Clan, Clan-Weapon oder Clan-Schild-Weapon. Und jetzt ist auch der Golem weg. Ah ne, der Golem ist noch klein da. Da ist jetzt gerade der Inferno drauf. Oh, der ist ultra knapp, der Angriff. Aber 10 auf 10 hier mit Hexen. Jo. Und mit Golems. Ich nutze ja immer ganz gerne Riesen, gerade wenn ich Single-Infernos vor mir habe. Da sind die Golems dann schon eher Futter für die Golems. Der Sprungzauber auch unheimlich spät hier, aber die springen jetzt halt zum Bogenschützenturm und King und Queen noch am Leben, King noch zündbar. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Okay, schöner Angriff hier. 11 auf 15 macht nichts, ist 10 auf 10, Leute. Irgendwie kriegen wir schon unsere Sterne hier zusammen, um die Liga hier zu halten. Aber erstmal war es mir wichtig, dass wir hier im Clan Deutschland Ed auch wieder eine Liga spielen, dass ihr halt zum Zuge kommt, also oder die hier sind und nicht ganz leer ausgehen, so ein bisschen Spaß haben und hier das ganze Ding rocken. Ja, ich hatte mir das hier ausgesucht, oder? Chefkoch, ja. Ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ein wenig nervös, was den Angriff angeht, aber wir gehen rein und analysieren das Ganze. Ich gucke mal, ob ich dann auch die Clanbook dabei habe. Ich habe die richtige Clanbook dabei. Oh, mir fehlt einmal Zauber. Warte. Mir fehlt Zauber. Habe ich den schon? Ah, den habe ich gerade verballert. Okay, den habe ich gerade verballert. Tut mir leid. Muss ich eben mal anfragen. Toto ist hier. Muss ich mir eben noch spenden. Habe ich verpennt, dass ich den gerade weggeballert habe. Und der Toto hat einen Mixed von denen. Die machen wir auch mal dahinter. So, die brauche ich auch später bei mir drüben im anderen Clan. Dann gehen wir wieder auf den Chefkoch. Ah ne, das ist Barfuß. Chefkoch ist ein bisschen tiefer. Da ist Chefkoch. Okay, da ist Chefkoch. Mal sehen, ob mir das genauso gelingt wie dem Max. Ja, ich bin da noch nicht ganz von überzeugt. Aber Angriffe nachspielen. Macht ihr das auch oder macht ihr das nicht? Gerade wenn ihr mehrmals die Base habt. Ich meine, es hat ja jemand beobachtet. Der Max hat beobachtet. Der hier ist auch nicht ganz Max, aber er hat halt
schon etwas bessere Truppen, als ich es habe. Glaube ich. Wir gehen rein. Glauben ist nicht wissen. Okay, wir gehen rein. Und ich sollte hier mit einem Loon reingehen. 1, 2, 3, 4 Heiler. Ich mache exakt das, was der Kollege auch gemacht hat. 1, 2, 3. Ich habe hier 3 Mauerbrecher, die auch nicht ganz durchkommen. Okay, muss noch einen dazusetzen. Ich muss noch einen dazusetzen. Der macht mir jetzt auch die Mauer auf. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich womöglich meinen einen Zauber schon brauche. Denn es gibt hier viel Feuer für meine Queen. Und ich muss den Wut einfach da nehmen. Tut mir leid. Ich muss den Wut einfach da nehmen. Ist so. Es ist einfach so. Da komme ich jetzt nicht rum. Ja, die wollten wir später setzen. Ich meine, einer Mauerbrecher ist da auch nicht durchgekommen. Aber meine Pekkas und meine Bowler gehen hier durch. Okay. Das gleiche wie vorhin. Also auch hier der Giftzauber bzw. der Giftzauber auf die auf den vermeintlichen Riesendrachen dort. Mein Holz ist schon durch, weiß ich gar nicht. Ah, ich kann hier jetzt schon anfangen mit meinen Bets. Ich kann hier schon anfangen mit meinen Bets, sehe ich gerade. Okay. Hatte ich nicht so viel? Hatte ich jetzt nicht so viel Bettzauber oder was? Oder die Base war doch zu hart. Sie war doch härter als die andere. Okay. Ich hatte wohl nicht so viel Bettzauber. Habe ich jetzt gerade das Gefühl gehabt. Adler haben wir aber geschafft. Und hier hinten setzen wir noch ein bisschen was. No. Also so einfach geht es denn doch nicht. Max, du hast eine etwas einfache Base gehabt. Die Defensive hier war in jedem Fall, denke ich mal, etwas heftiger als die seinige. Und dann konnten wir das noch so gut nachspielen. Wir haben immerhin 2 Sterne geholt. Das ist jetzt nicht so schlimm gegen den Elver hier. Aber er war deutlich stärker, glaube ich mal, als dieses Elver, was der Max gemacht hat. Also konnte man da jetzt nicht so sagen, ja, ich mache den mal eben. Und ich mache den mal genau so, weil wenn der Max das schafft, dann schaffe ich das auch nachzuspielen. Nee, ist glaube ich nicht so. Ich glaube, so ist es nicht. Naja, mal wieder ein bisschen was live gemacht. Ja, war jetzt auch abends, es ist spät. Oder? Na nee, passt schon. Passt schon. Oh mein, links hat da das Seiten hier. Ich behalte den, ich behalte den Fries mal für mich. Ich behalte beide Fries für mich. Konnte sie eh nicht mehr einsetzen. Aber ja, na ärgerlich. Ich meine, ärgerlich ist es nicht. Denn einfach so nachspielen geht, glaube ich nicht. Ich denke mal, die Base, die Max gemacht hat, hier, wir spielen die nochmal, ist ein bisschen schwächer gewesen. Hier vorne, okay, das waren nur hier vorne die beiden Sachen. Das andere war auch nicht schwächer oder stärker. Ich glaube, hatte 37er Helden gegen mich, meine ich. Also auch nicht so schwache Helden hier. Ich denke mal, auch die Türme hier sind hier auf 13. Bei mir waren die, glaube ich, ein bisschen höher. Lass mal gerade schauen. Nicht, dass ich mich da jetzt so hart vertue. Und das ist dann schon, ja, das sind 14er. Das ist einfach schon ein bisschen mehr Def, ne? Das ist einfach schon ein bisschen mehr Def. Da kannst du dann nicht mehr sagen, ich mache mal den Angriff nach, weil es die gleiche Base ist. Dann müssen es vielleicht doch schon Elfer sein, die das Ganze machen. Aber ich habe es immerhin probiert und die Armee ist aber eigentlich ganz gut. Deswegen bauen wir die auch nochmal nach. Immerhin 2 Sterne, schreibt er, ja. Ja, die Base war halt etwas stärker. Immerhin probiert. Ich hoffe, das probiert hat euch ganz gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen. Nämlich am morgigen Abend, also Mittwoch zum Midclash. Da machen wir in jedem Fall ganz viel Angriffe hier live mit euch. Ich brauche eure Unterstützung. Oder ihr braucht meine Unterstützung. Nein, ihr braucht meine Unterstützung.
glaube ich, nicht so wirklich, aber ich kann eure super, super gut gebrauchen und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also in diesem Sinne auf die Mittwochsfolge. Da kommt was ganz, ganz Cooles. Mache ich jetzt gleich auch noch fertig für euch. Also bis dann, euer Toto. Best.